Am Bodensee, zwischen dem Jungenrhein und der Brienzer Ache gelegen, reicht die Geschichte Harz bis in die Zeit um 700 nach Christi zurück. Umgeben von geschützten Erholungslandschaften ist Harz einer der wenigen Orte am Bodensee mit einem unverbauten, naturnahen Seeufer. Harz mit seinen fast 13.000 Einwohnern ist sowohl die Balance zwischen Fortschritt und Tradition als auch zwischen Naturerholung und dynamischer Wirtschaftsförderung bestens gelungen. Denn in Harz hat Wasser seinen natürlichen Lebensraum gefunden und die Einwohner und Gäste ihr Wohlbefinden. Am See und auch an den Flüssen und Bächen sind erholsame wie auch aktive Tage jederzeit möglich. In Harz finden sich das ganze Jahr über unzählige Möglichkeiten, Sport zu betreiben. Doch gerade im Sommer bieten der See und die Brienzer Ach zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Es bietet sich an, vom Radwegnetz rund um den Bodensee zu profitieren. An guten Tagen sind in Harz 6.500 Radfahrer unterwegs. Da bietet Harz ein schönes Naturufer, vielfältige Einkehrmöglichkeiten und auch noch ein Potenzial nach oben. Harz bietet im Sommer hauptsächlich den See. Den See in allen seinen Facetten. Man kann segeln, man kann Boot fahren, man kann schwimmen, man kann spazieren, man kann die Ruhe genießen. Wir haben die weitläufigen Wandergebiete an der Brienzer Ach. Wir haben eine Tennisanlage, wir haben sehr viel, was man machen kann. Wir haben in Harz ein ganz tolles Strandbad, das größte vom Bodensee. Wir haben einen schönen Hafen. Wir verbringen noch ganz viel Zeit auf dem See, wir haben ein eigenes Boot. Durch unsere Ferienwohnung, die wir auch haben, kriegen wir von den Gästen auch viel mit, wie toll wir da wohnen. Und es wird uns immer wieder bewusst, dass wir eigentlich da wohnen, wo andere Urlaub machen. Ob Grill oder Badeplatz, Spazierweg oder Joggingstrecke, Sportanlage oder Naturdenkmal. Entlang des Sees und der Brienzer Ache gibt es viele attraktive Orte, vom Alltag abzuschalten. Viele diesbezügliche Einrichtungen der Gemeinde und rühriger Vereine bieten zusätzliche Attraktivität. Ich finde, dass Harz ein irrsinnig schöner Fleck ist zum Wohnen und auch natürlich seine Freizeit zum Verbringen für die ganze Familie. Jeder findet was für sich. Ganz speziell mein Sport ist der Tennisspieler. Also ich bin im Tennisclub in Harz. Jeder weiß, wo er liegt und kann dort mit der ganzen Familie seine Freizeit auch spaßvoll und sportlich verbringen. Aber natürlich bietet Harz noch viel mehr andere Angebote wie Handball, Fußball. Er kann schwimmen gehen, er kann sich mit dem Radsport auseinandersetzen. Also findet sicher jeder irgendetwas für sich persönlich. Lohnende Ausflugsziele in nächster Umgebung und zahlreiche Aktivitäten im Ort oder auf dem See machen Harz zum idealen Ferien- und Erholungsziel. Wunderschöne Touren zu Fuß oder auf dem Rad entlang des Ufers, im Auwald und im Riedbereich laden zum Wandern und Biken ein. Die nötige Ausrüstung und das richtige Zubehör findet sich im ortsansässigen DJ's Bike Shop. Seit rund 5 Jahren besteht DJ's Bike Shop in Harz und bildet mit dem Standort einen Ausgangspunkt für Bodensee-Radtouren. Im Familienbetrieb findet sich alles, was das Bikerherz begehrt, und durch die professionelle, ausgiebige Beratung kann man sich des richtigen Kaufs sicher sein. Standort Harz ist wunderschön, weil es direkt am See ist. Der Bodensee-Radweg geht direkt vorbei. Die Firma Simplon, wo unser Hauptgeschäft ist, ist auch in Harz. Ist für uns fein, weil wir da die Teile und die Fahrräder immer schnell Zugriff haben. Und natürlich auch am See wunderschön zum Wohnen, gibt nichts Besseres. Die Trends sind die Leute schon immer auf mehr Farbe, sie schon auf Style, 70er Jahre, man geht auf die alten Räder, Oma-Räder, wie man es früher gehabt hat. Da haben wir auch viel Auswahl. Es werden immer mehr Rennräder verkauft. Also das ist ganz, ganz stark am Kommen. Und natürlich die ganze E-Bike-Geschichte. Ich habe einmal bei der Firma Simplon geschafft, lang, über ein paar Jahre. Und da habe ich viel gelernt. Da habe ich viel gemacht. Und dann irgendwann bin ich von heute auf morgen gesagt, so, jetzt mache ich selber ein Radgeschäft auf. Und mittlerweile gibt es uns jetzt schon nächstes Jahr 10 Jahre. Ja, ich bin früher ganz viel Radfahrer, Bikefahrer. Jetzt mittlerweile trainiere ich die Kinder im Verein. Meine Mottler fahren da ganz spitze, Österreich Cup, fahren die ganz vorne mit. Und so hat sich das jetzt halt ergeben.
Auf rund 300 Quadratmeter Geschäftsfläche bietet DJ's Bike Shop ein umfangreiches Sortiment an Rädern, Bekleidung und Zubehör für ein tolles Bike-Erlebnis. Ebenso bietet der Bike Shop in Hart Sportlerernährung, um das Training zu unterstützen. Mit dem Motto "Fahr nicht fort, kauf im Ort" soll die regionale Wirtschaft unterstützt werden. Zudem bietet DJ's Bike Shop das sogenannte Bike Fitting an. Dabei wird eine Computerabmessung für die optimale Sitzposition im Bike Shop vorgenommen. Nicht nur um die richtige Rahmengröße, sondern vor allem um die optimale Sitzposition zu bestimmen. Dadurch können Beschwerden wie Schmerzen im Rücken, Nacken oder Kniebereich gelindert oder beseitigt werden. DJ's Bike Shop hat nicht nur alles für ein Raderlebnis bei warmen Temperaturen, auch im Winter bietet der Betrieb einen Abholservice an. Also willkommen Sportradler, Tourenradler, Lifestyle-Cruiser und Mountainbiker, in DJ's Bike Shop seid ihr richtig. Neben Natur und unzähligen Freizeitmöglichkeiten besitzt die Marktgemeinde Harz heute aber auch eine über die Nachbarschaft hinausgehende Bedeutung als Industrie- und Fremdenverkehrsgemeinde. Ich finde, dass die Marktgemeinde Harz als Wirtschaftsstandort sehr gut dasteht. Es sind viele Flächen genutzt worden die letzten Jahre, auch gut ausgewiesen. Wir haben von der Großindustrie bis zum kleinsten Unternehmer eine breite Palette von Betrieben und Arbeitsplätzen. Viele der Harder Betriebe sind langjährige Familienbetriebe. Einer dieser traditionsreichen Harder Familienbetriebe ist die Firma Feigle Kunststoffe GmbH. Seit über 60 Jahren schreibt Feigle Kunststoffgeschichte. Dabei hat das Unternehmen die Entwicklung neuer Kunststoffe sowie neuer Kunststofftechnologien maßgeblich mitgestaltet. Seit Firmengründung und stetigem Wachstum ist das Unternehmen mit ihrem Firmensitz und einer Zweigstelle in Hart vertreten. Dazu kamen in den vergangenen Jahren noch ein Betriebsstandort in der grenznahen Schweiz sowie in China. Die Firma Feigle wurde 1946 von meinem Vater gegründet. Das heißt, wir sind jetzt bald einmal 70 Jahre alt. Wir beschäftigen uns seit der damaligen Zeit mit technischen Kunststoffen. Es waren auch immer da in Hart am Standort. Seit den 60er Jahren haben wir Standorte in der Schweiz und Deutschland. Seit 2003 sind wir auch in China, in der Nähe von Shanghai, mit einem Produktionswerk. Und heute haben wir insgesamt ungefähr 400 Mitarbeiter. Feigle entwickelt, produziert und handelt Produkte, Fertigteile und Halbfabrikate aus thermoplastischen Kunststoffen. Wir sind ein technischer Kunststoffverarbeiter. Unsere Produkte, die wir produzieren, das sind technische Teile, die der Konsument also im Normalfall nicht sieht. Die sind irgendwo in einer Maschine, beispielsweise in einer Fahrtreppe oder in einem Eisenbahnwaggon oder in einer Fördermaschine verborgen. Und dienen im Wesentlichen dazu, um Bewegungen oder Kräfte zu übertragen. Ein Produktbeispiel, das viele Menschen kennen, das sind Rollen an der Fahrtreppe. Und mit Hilfe dieser Rollen werden die einzelnen Stufen in der Fahrtreppe nach oben oder nach unten bewegt. Ein anderes Beispiel, das auch bekannt ist, das ist der Skiliftbügel an Schleppliften. Der wird auch schon seit es die Kunststoffbügel gibt, von uns gemacht. Das Familienunternehmen hat sich zum Prinzip gemacht, Zusammenhänge zu erforschen, Chancen zu erkennen, Wissen zu nutzen und gemeinsam mit den Kunden die Zukunft zu gestalten. Auch was sich bewährt, soll immer wieder in Frage gestellt werden. In technischen Kunststoffen liegen enorme Entwicklungspotenziale. Forschung und Entwicklung haben nach wie vor einen hohen Stellenwert im Unternehmen Feigle. Ständig werden neue Materialien erprobt, spezifische Eigenschaften in der Anwendung untersucht und vorhandene Werkstoffe verbessert und optimiert. Veränderungen zu initiieren und gemeinsam zukunftsweisende Technologien und Werkstoffe zu entwickeln, aber auch einzusetzen, ist für Feigle Leitbild, Erfolgsrezept und Herausforderung, Tag für Tag. Hierzu sind top ausgebildete Mitarbeiter und Fachkräfte von großer Bedeutung und haben einen enormen Stellenwert im Traditionsbetrieb Feigle. Also ich war in der HTL Bregenz, habe Kunststofftechnik, Maschinenbau und Produktentwicklung war ich da in der Schule. Habe ja Deutscher für Feigle mitgekriegt, habe auch noch vor meiner Matura für Feigle einen Brief gekriegt, dass ich mich mal bewerben soll. Gesagt, getan, habe mich da mal beworben, habe das alles super gefunden und hat auch recht gut geklappt.
Also wir haben in der Schule schon viel gemacht in Produktentwicklung und Projektmanagement und das ist auch genau das, was ich da mache. Also ich entwickle Produkte für Kunststofftechnik und bin auch im Projektmanagement tätig. Als Konstrukteur liegen die Hauptaufgaben eigentlich dabei, dass du die Zeichnungen, die die Fertigung unten benötigt, einfach erstellst und dass du die Modelle erstellst, die sie auch zum Fertigen benötigen. Und dass du auch Problemlösungen für aufkommende Probleme in neuen Projekten findest und die natürlich auch durchsetzt. Ich habe den Beruf gewählt, weil sie in meiner Familie einfach viele machen. Dann war ich im Poli schnuppern und es hat mir da einfach gleich ganz gut gefallen. Jetzt bin ich im dritten Lehrjahr und es macht mir immer noch Spaß. Es gefällt mir da einfach. Nach meinem Lehrabschluss würde ich gerne bei der Firma Feigle genau in dem Beruf weitermachen. Ich bin dafür da, dass ich eine helfende Hand für die Facharbeiter bin, halte die Maschinen und die Abteilung sauber und muss die Maschinen aufpushen oder abpushen, also die Werkzeuge. Nach meinem Lehrabschluss möchte ich bei der Firma Feigle bleiben, weil ich da gute Chancen zur Weiterentwicklung habe, wie zum Beispiel, dass ich ins Werk nach China kann. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung trat im Laufe der letzten Jahrzehnte der Fremdenverkehr immer stärker in Erscheinung. Eine Vielzahl an Lokalen, Gastgärten und Restaurants bieten den Besuchern und Bewohnern kulinarische Genüsse. Hart stellt sich somit den Einheimischen als auch Besuchern als Ort viele Angebote und Möglichkeiten in schönster Lage am See dar und lädt zum Verweilen ein. Ja, also es gibt jede Menge Restaurants verschiedenster Nationalitäten. Es gibt ein China-Restaurant direkt mit Blick auf den See. Wir haben das ein See-Restaurant mit der einladenden Terrasse, wunderbar, mit einer Lounge, wo man Anika. Das ist am Abend wunderbar, zum Sonnenuntergang anschauen. Wunderbar, ich bin da schwer zufrieden. Ein wahrhaftes Juwel, welches im Harder Hafen vor Anker liegt, ist die majestätische Hohentwil. Seit 100 Jahren erfreut die mittlerweile zum schönsten Dampfschiff Europas geadelte Hohentwil mit Fahrten auf dem Bodensee. Auf dem drittgrößten Binnensee Mitteleuropas fährt der wohl schönste historische Schaufelraddampfer dieses Kontinents. Strahlend weiße Sonnensegel, poliertes Messing, spiegelndes Mahagoni, Teak und Kirschbaumholz. Meisterwerke des Jugendstils in jedem Detail. Alles an Bord der Hohentwil fügt sich zu einem authentischen Ganzen. Die originalgetreue Restaurierung erinnert an seine glanzvollen Zeiten als Halbsalondampfer für gekrönte Häupter. Das Besondere an der Hohentwil ist der Umstand, es ist der einzige und letzte Raddampfer auf dem Bodensee. 1911 erbaut, also zur selben Zeit wie die berühmtere Titanic. Hier heute auf der Hohentwil, das ist wie eine Zeitreise zu machen. Eine Zeitreise in die Belle Epoque, in den Jugendstil. Und am besten natürlich so wie heute bei einer schönen Gourmetfahrt, bei einem wunderbaren Abend. Es gibt viele Möglichkeiten, mit der Hohentwil den blauen Bodensee und sein grünes Ufer stilvoll zu entdecken. Je nach Wetter oberhalb oder unterhalb des Decks. Angeboten werden diverse Themenfahrten. Mit Sicherheit die beliebteste, das ist schon Gourmetfahrt, wie wir es heute machen. Wer es jetzt lieber ein bisschen fetziger mag, dem kann ich empfehlen, eine Dixieland Jazz on Board Fahrt zu machen. Wer ein bisschen Wert legt auf Kultur und Unterhaltung, fahrt zu den Bregenzer Festspielen. Weiteres haben wir im Programm schöne Brunch, Jazz-Brunch am Sonntagmorgen. Nacht der Sinne, unser Top-Produkt. Top zum Beispiel auch noch die Gourmetfahrt von heute. Aber auch ganz andere Geschichten wie Literatur, Hafenkonzerte, wo wir klassische Musik an Bord haben. Also, ein umfangreiches Programm, wo mit Sicherheit für jeden was dabei ist. Unter dem Motto Jazz on Board swingt das ganze Schiff. Die Gäste verbringen in lockerer Atmosphäre einen tollen Abend mit Freunden oder zu zweit und können à la carte Speisen und Getränke bestellen.
Kulinarische Höhepunkte, exklusive Weine, musikalische Unterhaltung und oftmals ein pittoresker Sonnenuntergang stehen auf dem Programm, wenn die Hohentwil zu einer Gourmetfahrt ausläuft. Vom Heimathafen Harz geht die Gourmetreise los, wo die Gäste bereits mit einem Aperitif erwartet werden. Wenn die anmutige Hohentwil hinaus auf den abendlichen, oft spiegelglatten Bodensee fährt, lassen sich Gourmets und Genießer mit einem köstlichen 5-Gänge-Menü verwöhnen und bewundern dabei die vorbeiziehende Landschaft und den einzigartigen Sonnenuntergang. Ja, also wir sind eingeladen, das macht es natürlich einmal nochmal viel schöner und sind eine nette Runde, haben es fein miteinander, wir haben schon gut gegessen, gute Wege geht's, also da geht es nichts zum Aussetzen. Das erste Mal haben wir ein Damentreff gehabt, da sind wir alle gegangen und jetzt sind wir eingeladen worden und das war schön, weil ich habe schon gewusst, wie es vorher war und es ist wunderschön. Das Essen ist sehr gut, das Wetter ist wunderbar, ja, alles bestens. Für wunderbare Feste, unvergleichliche private Augenblicke und erfolgreiche Events und Veranstaltungen oder um einfach nur das Leben zu zelebrieren, für jegliche Art von Veranstaltung, Feier oder Präsentation kann dieses Dampfschiff von märchenhafter Schönheit auch individuell gechartert werden. Man kann das Schiff nicht nur zu einer dieser Fahrten nutzen, die wir anbieten. Man kann es zum Beispiel auch buchen für spezielle Events, Hochzeiten, sage ich mal. Hochzeiten sind sehr beliebt bei uns, sogar mit Trauung durch den Kapitän, also durch mich. Oder man fährt ganz einfach zur Kirche nach Wasserburg, lässt sich dort trauen, kommt wieder zurück, genießt ein schönes Menü hier. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Auch Geburtstage haben wir viele, aber auch Business Events, Produktpräsentationen, also die gesamte Palette, die man sich vorstellen kann. Sogar schon Beerdigungen, weil in der Schweiz ist es noch erlaubt. Hart und sein Bodensee laden zum Träumen und Seele baumen lassen ein.